Die meisten Konzerte, die das Orchester spielt, finden hier in dem wunderschönen Theater Münster statt. Vielleicht können Sie etwas zu dem Programm der Konzerte hier sagen. Die Konzerte, die hier im Haus veranstaltet werden, sind hauptsächlich die Abonnementkonzerten. Das sind 10 Programme, die dreimal wiederholt werden und einen großen Zuspruch beim Publikum finden. Es ist ein sehr ausgedehntes Programm. Es ist wirklich ein Angebot an Konzerten, die kaum das Gleiche in ganz Deutschland für ein Orchester dieser Größe hat. Sie arbeiten mit vielen Gästen bei diesen Konzerten. Ja. Vielleicht können Sie uns sagen, welche wir in dieser Spielzeit erwarten dürfen. Wir haben bei unseren Konzerten immer sehr gute Gäste als Solisten oder Gastdirigenten. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir jetzt neulich den Cellist Daniel Müller-Schott gehabt und in Juli wird Sabine Maier bei uns sein, die könnte man sagen Nummer 1 auf die Klarinette in der ganzen Welt, Reinhold Friedrich auf der Trompete, aber nicht nur so Künstler, die so erfahrene Solisten, die schon eine große Karriere hinter sich haben, sondern auch Jungen, die sind am Anfang eine ganz tolle Karriere, so wie zum Beispiel der Pianist Luka Vondracek, der bei uns schon öfter aufgetreten ist und mit ganz großem Erfolg. Und in Juni werden wir jungen englischen Pianist Benjamin Grosvenor mit 20 Jahren schon eine phänomenale Karriere, wirklich ein Star, schon heute, aber sicher in der Zukunft noch, wird sich noch mehr entfalten. Wir haben über viele groß angelegte Konzerte gesprochen. Gibt es auch etwas für die kleine Form, für die Kammerkonzerte? Ja, das Sinfonieorchester Münster, habe ich Ihnen gesagt, ist zusammengestellt von sehr vielen Individualisten und die aber sich immer wieder einem Zusammenergebnis sich wunderbar finden können. Eben diese wunderbare Solisten veranstalten jede Saison eine Reihe von Kammerkonzerten in den prestigeträchtigen Rathaussaal. Es sind Kammerkonzerten, wo Werke des großes Kammerkonzertrepertoire präsentiert werden, aber auch viele ausgefallene Stücke, sehr viele Raritäten. Es sind Programme, die von unseren Orchestermitgliedern immer mit sehr großer Liebe zusammengestellt werden. Was können Sie einem Münsteraner empfehlen, der oder die möglicherweise weniger mit klassischer Musik Erfahrung hat, aber mal prüfen und testen möchte, ob das vielleicht etwas für ihn oder für Sie sein könnte? Ja, wir haben ein großes Angebot an Konzerten. In erster Linie die Konzerte für Jugendliche und Einsteiger, die unter dem Titel Auf die Ohren laufen. Das sind 3 Konzerte, 3 Programme. Dieses Jahr 4 Programme sogar. Wir haben dann die Filmkonzerten, wo Stummfilmen präsentiert werden mit Live-Musik gespielt von unserem Sinfonieorchester. Im Cineplex. In Cineplex. Das ist eine sehr, glaube ich, eine sehr gute Art und Weise, sich an Sinfonieorchester sich anzunähern. Dann haben wir die Aasee-Konzerten. Jedes Jahr machen wir ein Konzert auf dem Ponton der Aasee. Freiluftkonzerten. Letztes Jahr haben wir ein Konzert gemacht, wo ungefähr 10.000 Leute, es war wirklich eine hervorragende, eine wunderbare Atmosphäre. Ja, aber eigentlich, unser Publikum sollte keine Berührungsängste haben. Jedes Konzert ist offen für alle, alle sind herzlich willkommen. Unsere Karten haben moderaten Preise und in den oberen Rängen hat man eine noch bessere Akustik und da sind die Preise sehr, sehr erschwinglich.
Herr Ventura, was ist Ihr persönlicher Wunsch für Münster? Mein persönlicher Wunsch für Münster ist, dass Münster weiterhin so eine Stadt bleibt, wo die Musik, wo die Kultur, die Bildung so einen hohen Wert hat. Und natürlich mein konkreter Wunsch ist für Münster ein Ort, wo die Musik sich noch besser entfalten kann. Ein Ort nicht nur für das Sinfonieorchester Münster, sondern für alle Leute, die das Musikleben in Münster prägen.